Erftstadt hat alles, was du willst. Eine nachhaltige Landwirtschaft. Schnelles Internet. Chancengleichheit für alle Stadtteile. Ausreichend Kita-Plätze. Ein Klimakonzept für die Zukunft. Bezahlbaren Wohnraum. Spitzenmäßige Busverbindungen. Ein lückenloses und intaktes Radwegenetz. Transparenz bei öffentlichen Entscheidungen. Ortsnahe Arbeitsplätze. Wirklich? 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 Wir denken, da ist noch mächtig Luft nach oben. Ich bin berufstätig und Mutter. Wir brauchen erweiterte Schul- und Nachmittagsbetreuungen mit Kooperationsangeboten, um die Familien zu entlasten. Ich wünsche mir mehr Lebensgefühl. Erftstadt muss sich weiterentwickeln. Ich unterstütze eine nachhaltige, kontrollierte Landwirtschaft, weil es nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch Sinn macht. Ich wünsche mir ein vielfältiges Kulturleben, das über Erftstadt hinausstrahlt. Ich werde mich stark machen für Inklusion, damit alle Menschen in Erftstadt teilhaben können. Ich möchte unser eigenes Mikroklima positiv beeinflussen. Dafür brauchen wir mehr Büsche und mehr Bäume. Ich wünsche mir ein sicheres Radwegesystem, damit alle sicher, zügig und bequem zum Ziel kommen. Wir wollen Demokratie stärken. Wir setzen uns ein für mehr direkte Demokratie. Wir brauchen für alle bezahlbaren Wohnraum in Erftstadt. Und was ist noch wichtig? Kitas für alle und eine Gesamtschule für die Chancengleichheit. Denn Bildung muss für alle sein. Klimaschutz, volles Programm. Naturschutz, denn wir müssen unseren eigenen Lebensraum schützen. Ein Erftstädter Technologiezentrum, damit Neues seinen Platz bekommt. Eine moderne Gesamtbibliothek als Treffpunkt für Bildung, Digitales und Kultur. Denn Erftstadt lebt Kultur. Der digitale Unterricht muss besser werden. Wir brauchen Hardware für die Schüler und den Ausbau der Netze. Ein verkehrsberuhigtes Stadtzentrum mit weniger Autos und besserer Luft. Digitalisierung. Denn wenn alle sich vernetzen, kann Großes entstehen. Artenschutz. Denn wir brauchen intakte Ökosysteme. Erftstadt ist bunt und macht sich stark gegen rechts. Allen in Erftstadt soll es gut gehen. Auch in 5, in 10, in 50 Jahren. Dafür müssen wir mit der Umwelt und mit den Finanzen gut umgehen. Das ist das Erftstadt, das wir wollen. Und was brauchen wir dafür? Menschen, die sich engagiert einsetzen. Mit einer grünen Bürgermeisterin. Ich bin Stefanie Bethmann und ich möchte Ihre Bürgermeisterin werden. Weil guter Rat grün ist. 50374. Die Grünen, Erftstadt. Alles Weitere steht in unserem Wahlprogramm auf www.grüne-erftstadt.de.